Seht, jetzt ist Folgendes. Jetzt musst du mich anschauen, nichts anderes. Mir in die Augen, mir in die Augen, hallo. Und danach ist es so, sag mir, wie der Hauptschar heisst, von dem, wo wir werden reden. In welcher Sprache? Wie er heisst, sein Name, einfach sein Name. Du kannst ihn anders aussprechen, je nachdem, du ihn Englisch Ja, aber du aussprechen. weißt ne? Ja. Schon? Ja. Weißt du ihn nicht mehr? Oder hast du in den Unterlagen geschaut? Nein. Also, ich weiss ihn meistens. Ab und zu gibt es mal, wenn ich so, ah, warte, jetzt, wie heisst er? Aber ich kann relativ schnell haben, irgendwie. Alles klar. Das brauche ich nachher für etwas. Jetzt kannst du die Führung machen. Okay, hallo miteinander. In einem weiteren Podcast. Wie ihr den Titel gelesen habt, geht's um Hades oder, wie es man im Englischen oft hört, Hades. Und zwar ein Spiel vom Entwickler und Publisher Supergiant Games. Die kennt man vielleicht für ein Spiel wie Bastion oder Transistor oder Pyre. Das Spiel selber ist am 17. September rausgekommen, 2020, für Windows, Mac und Switch. Ist aber schon im Early Access seit dem Dezember 2018, also doch schon ein gutes Zeitchen. Vom Genre her ein Singleplayer-Roguelike-Action-RPG. Und nur schon zum vorneweg sagen, mein persönliches Game of the Year 2020. Und es ist für ganz viele Leute das persönliche Game of the Year 2020. Und ich glaube, er hat auch irgendwelche Game of the Year-Geschichten abgegrast. Er hat auf der, wie heisst diese Game Show, die im Dezember gekommen ist, schon wieder? Game Awards, oder wie es heisst, ist mit dem Jeff Keighley, was auch moderiert damals, ist, dort hat's Preise abgeräumt gehabt. Ist es unter Best Indie Game gegangen? Ist es unter Indie Game gegangen? Irgendeine Kategorie hat's beste Dings abgeräumt gehabt, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es Best Indie Game gewesen oder so. Ja, und sie wäre auch nominiert gewesen für Best Game allgemein und so. Und dort hat es mich ein bisschen schade gefunden, hat es nicht gewonnen, weil Konkurrenz, ich muss gerade überlegen, was hat schlussendlich Best Game abgeräumt gehabt? Magst du dich noch Nein, ich erinnern? weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, aber Aber ich bin es enttäuscht gewesen. ja, ich weiß wieder, was es gewesen ist. Oh, ich glaube, ich weiß es, glaube Was meinst auch. du? Aber nicht das Indie, gell? Nein, Ah ja, eine gut. AAA-Produktion. Ja, nein, das ist gut. Dings ist es gewesen, ich glaube, The Last of Us Ja, 2, wo natürlich. konkurriert hat mit Ghost of Tsushima. Dort bin ich schon enttäuscht gewesen, dass Ghost of Tsushima nicht mehr abgeräumt hat, weil mein persönlicher Reim, gut, ich bin halt nicht so The Last of Us-Ding, ganz ehrlich gesagt. Das heißt, es ist super gewesen. Ich habe so eins auch nicht gespielt gehabt, weil es ein Konsolengame ist. Und Shooter-Parts hast und so. Und ja, ich und Konsole und Shooter, das passt nicht zusammen. Aber ich habe mir das komplette Let's Play gegeben auf YouTube. Und was mich einfach von der Story her und die Inszenierung halt schon fasziniert hat. Aber das 2 hat mich dann so gar nicht angemacht. Das habe ich ein bisschen Trailer, ein bisschen Berichte darüber gelesen und so. Aber ja, mich nicht. Da habe ich gefunden, es ist halt ein bisschen allgemein ein bisschen umstritten gewesen, so. Wie viele Last of Us 1-Fans auch. Wegen Handlungssachen, die passieren, Charaktere, die sterben, und ich will Spoiler was wäre und so, für die es noch nicht erlebt haben. Ja, und der übermässig aufgezwungene Vogelbart. Ja, Wo halt nicht jedermanns Sache ist. habe ich auch so gefunden, genau. Aber gehen wir zurück zum Spiel. Zuerst mal so um die Handlung. Was geht's genau darum? Eben, wie sie, darf man schon sagen, den Namen vom Ja, Hauptcharakter. natürlich. Der
im Englischen Zagreus oder Zagreus geschrieben, im Deutschen. Der Sohn vom Hades, wo ja natürlich in der Unterwelt lebt, wieso halt Hades und so lebt, wo die Unterwelt verlässt und eigentlich auf dem Mount Olympus, wo die ganzen anderen griechischen Götter leben, geht. Und seine Mutter, der Nyx, hilft ihm dabei. Das ist eigentlich die Haupthandlung. Und da ist einfach super, dass die Spielentwickler auf die Idee gekommen sind, dem Game, hey, das sagen und nicht say grace. Ja. Also, einfach, weil es alles vereinfacht. Stimmt, und, stimmt. Und, ja. Ja. Ja, und es ist nicht so, dass du denkst, also, es ist eine plumpe Handlung. Sie Nein. wird dann noch mehrschichtiger und komplexer. Oh ja. Aber dort wird man jetzt nicht darauf eingehen. Vielleicht können wir ja am Schluss eventuell noch kurz einen Spoiler-Part machen, weil eben, es ist interessant gewesen, wie sich die Story entwickelt. Und darum haben wir jetzt sicher nicht am Anfang gerade so etwas spoilern, was das anbelangt. Ja, und mal ganz simpel den Spielablauf erklärt, du startest im Haus des Hades. dort hat es im Hades sein Büro, ein Saloon, dein eigenes Schlafzimmer am Anfang, wo du kannst erreichen und der Trainingsraum eigentlich. Und ja, dort hat es verschiedene so bekannte Charaktere aus der griechischen Geschichte daraus, Mythologien, wo man noch später wieder ein bisschen drauf eingehen. Aber im Prinzip gehst du mal ins Trainingsraum und dort hast du eine Waffenauswahl. Am Anfang steht da nur das stygische Schwert zur Auswahl. Wo kannst du brauchen als Waffe und du aber später noch weitere Waffen freischalten oder frei kaufen, zum Beispiel der ewige Speer, Schild des Chaos, ein herzsuchender Bogen, Zwillingsfäust, das sind Faustwaffen, ein Geschütz aus Adamant, eine Schusswaffe, das noch speziell ist, und im Trainingsraum triffst du noch an den Skelly, so ein Skelett des Lebens, wo so eine Art eine Übungspuppe ist, wo der Tipps gibt auch noch. Ja, und ab und zu hast du nämlich auch eine von diesen Waffen, die zur Auswahl steht, nachdem du mehrere oder alle freigeschaltet hast, leuchtet so ein leichtes violettes Leuchten um sich herum. Und das heisst, die Waffe gibt dir Bonus, wenn du die pickst für deinen nächsten Spielzug. Und zwar ein Waffenbonus im Sinne von, du kommst plus 20% Finsternis über und Edelstein. Das sind so Währungen. Was genau das sind, werden wir auch noch erklären. Und ja, dann verlässt du den Trainingsraum und startest eigentlich nachher ausserhalb vom Haus in der Unterwelt deinen ersten Run. Du hast zum Kämpfen mehrere Angriffe, deinen Hauptangriff, wo, wenn du jetzt am PC spielst, linke Maustaste ist, wo du meistens spammst. Du hast ein Special, das ist, muss ich überlegen, ist eine Q-Taste, glaube ich, standardmässig. Da hast zum Teil in der Regel so ein bisschen, kannst ein bisschen weniger oft spammen, so. Du hast einen Wurf, und zwar hast du so einen roten, eine Art Kristall, wo du kannst auf einen Gegner rühren. Am Anfang hast du gedacht, was ist das für eine Crap-Fähigkeit und so. Irgendwie, aber ich glaube prinzipiell, sobald du auf einen Gegner den Kristall rührst, dann ist der Kristall quasi im Gegner inne. Und in dem Moment erhält er in der Regel, glaube ich, seine 10% mehr Damage. Ich meine, das ist standardmäßig ohne irgendwelche Booster, wenn der drin ist, oder? Vielleicht bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das ein Skill ist, je nach, wo du kannst aufpicken später. Also je nach Run, wo du den Damage boostet. Ich glaube, irgendetwas gibt's dir, wenn der Gegner den hohen Kristall sichert. Und er verursacht natürlich auch ein bisschen Schaden, aber eben nicht wirklich viel. Darum habe ich gefunden, ich tue lieber den für, die Zeit, die ich brauche, um den Casten quasi für anderes brauchen, einsetzen. Du hast einen Sprint. Leertaste, wo du schnell kurz so ein paar Meter führen, sprintest. Und eine Fähigkeit, die du kannst auch aufpicken unterwegs, einen sogenannten Beistand, wo du kannst quasi
einen Gott herbeirufen, der dann kurz dir eine Fähigkeit verleiht, eine spezielle oder so, wo für eine bestimmte Zeit andauert. Aber die musst du zuerst dann aufladen, indem du Damage verursachst, zum Beispiel. Und dann gibt es dann auch so verschiedene Stufen, je nachdem wie viel Damage du aufgesammelt hast, dauert dann einfach den Beistand länger an. Und wenn du, glaubst, irgendwie 5 von diesen Stufen angesammelt hast, nennen sie es einfach mal Stufen, und dann auslösest, dann ist es speziell noch ein bisschen stärker während der Tour, wo das her hat. Aber auch dort kommen wir noch her, was genau das so für Beistände könnten sein. Ja, dann sonst im Spiel selber kannst du so nachher Raumverschönerungen machen. Mit den Sachen, die du einsammelst. Jetzt gerade überlegen. Ah ja, mit dem Mama, genau. Die scheiß Dinger bin ich doch immer gesammelt. Genau. Mit ja, Raumverschönerungen kannst du kaufen damit so Smaragd, irgendwie so Smaragd heisst es, glaube ich. So ein bisschen verschiedene farbige Kristall, Diamanten, ja, halt Smaragd, die du kannst einsammeln unterwegs. Oder mit Diamanten, die sind ein bisschen seltener und wertvoller. Die kannst du ein bisschen die teureren Raumverschönerungen kaufen. Du hast zum Beispiel den Cerberus bei dir im Haus innen vom Hades. Der Höllenhund, der bekannte Dreiköpfige. Und der hat am Anfang hat einmal den Saloon verwüstet. Nachdem du deine erste Run, glaubst, gemacht hast. Das war ein bisschen abhiss, dass du ihn ja, verloren hast, glaube ich, so. Und da kannst du zum Beispiel auch mit deinen Smaragden nachher die ganze Zerstörung ein bisschen reparieren lassen, quasi. So Sachen kannst du machen mit Diamanten und Smaragd. Und die Level selber hast du eigentlich am Start, ist am Anfang im Tartaros, heisst das Gebiet. Das vom Setting her, wie es aussieht, du hast so kleine Bächle Blut, wo irgendwo zwischendurch fließen. Alles so ein bisschen mit Steinböden, Steinsäulen in den Räumen, so ein bisschen. Ja, und du hast eigentlich im Prinzip wirklich so eine Art Räume, verschiedene Räume, wo so ein bisschen wie kleine Levelabschnitte sind im Prinzip. Ja, da kommst du in die erste Raum hier, da hast du so ein paar Gegner, wo du einfach mal schnell drauf tätschst und probierst, keinen Schaden zu kassieren. Weil du hast relativ wenig Leben. Echt standardmäßig. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ich glaube, startest mit 60 Lebenspunkten. Und je nachdem können die Gegner schon noch ein bisschen Schaden machen. Das zweite Level, der, wo du später kommst, ist das Asphodel. Ein Lava-Level, halt wirklich so ein bisschen viel Lava ringsum, ein Lava-Fluss, und da darfst du auch nicht ins Lava reingehen, zu lang, sonst bekommst du Schaden überall. Und das nächste Level, das kannst du sagen, das letzte richtige Level ist das Elysion. Das ist alles so grün, so grüne Landschaften und so, da kommen dann, glaube ich, so ein bisschen die Helden kommen dann dort rein, wo sterben, ins Elysium rein, quasi. Ja. Dann unterwegs beim Kämpfen, was einen grossen Part einnimmt, sind sogenannte Götter- und Waffenzeichen. Das heisst, auch wenn du das erste Mal eben das Level startest, hast du in der Regel entweder ein Waffenzeichen, das du aufpicken kannst, oder ein Götterzeichen. Und das heisst, das Waffenzeichen, das ist einfach so irgend so ein Kolben-Symbol. Wenn du das aufpickst, dann hast du nachher 3 Fähigkeiten zur Auswahl verschiedene, die deine Waffen, die du gerade hast, upgraden. Das könnte sie jetzt zum Beispiel, was haben wir zum Beispiel, zum Speer kann das sein, dass der Speer zum Beispiel eine höhere Reichweite hat, als Waffen-Upgrade, das ist eine Möglichkeit. Oder du kannst den Speer zum Beispiel mit dem Special, kannst du den Speer aufladen, und dann kannst du ihn loslassen, und dann tust du so eine Art 360-Schwung machen. Ein Roundhouse-Kick mit dem Speer. Und da kannst du zum Beispiel auch als Waffen-Upgrade, glaubst du, dass die Aufladezeit weniger lang dauert, um dann nachher voll auszuführen. Und ja, so Sachen. Und dort gibt es aber auch schlussendlich mehr als nur 3 verschiedene zur Auswahl pro Waffe. Aber es sind einfach irgendein Pool, wo es rausnimmt, einfach 3 zufällige, wo du dann zur Auswahl hast, ja. Manchmal sind es auch solche Sachen, wo du zum Beispiel du irgendetwas von deiner Waffe abschwächen und dafür etwas anderes ein bisschen verstärken und dann auch kannst abschätzen, zum Beispiel, ah ja, das
brauche ich eh nicht gross und dann nehme ich den kleinen Maulus in Kauf. Dafür habe ich einen grösseren Bonus, den ich gerade brauche oder so Sachen. Was die Waffenabzeichen anbelangt, ja. Und die Götterabzeichen oder Zeichen, das sind dann zum Beispiel, kann das sein, ein Herz. Und das Herz steht dann zum Beispiel für die Göttin Aphrodite oder die Göttin von der Liebe. Oder eine Art, so einen grünen Pfeil, wo zum Beispiel für die Artemis steht, Göttin von der Jagd. Oder wenn du so einen gelben Blitz hast, dann weisst du natürlich, ah, das ist der Zeus. Oder so einen Dreizack, dann weisst du, das ist für den Poseidon, oder? Oder Alkohol? Dreizack für Alkohol? Nein, Alkohol für Dionysos. Ah ja, genau, der Wein. Der Wein steht für Dionysos. Unser Gott des, wie sagst du mal, des Besäufnisses. Gelages, des Festes, oder so, genau. Oder für den Ares hast du so die Laufschuhe mit den Federn hinten dran. Ah nein, für den Hermes, sorry, nicht den armen Ares, der Hermes, der Götterbote, oder, wo schnell unterwegs ist. Für den Ares, den Gott des Kriegs, hast du, ah, was ist das irgendwie, so etwas mit Blut, das, ah, ich mag mich gar nicht mehr erinnern, das ist der Ares gewesen, ja, irgendwie auch etwas Waffenmäßiges, glaub's. Oder Demeter zum Beispiel, hast du so einen, das ist sie, so Göttin von der, irgendwie Natur oder so, oder? Man könnte Demeter auch so aus dem Bio-Bereich raus, wenn du zum Beispiel Demeter Honig, glaubst, kaufst, das ist noch eine Stufe höher als Bio eigentlich. Ja, Das ist nicht dort hat nur. jedes Bienchen auch noch einen Namen. Ja, genau. Nein, nein, ich Innen finde drauf ist eine es Liste, nicht. welche Bienchen wo den Honig gemacht haben. Nein, Von der du. Hans, der Verräter. Genau. Nein, nein, für die, die es nicht kennen, Demeter ist eben Bio plus zusätzlich wird dort bei den Bienen nur ein Teil vom Honig weggenommen und ein Teil vom Honig wird gelassen, dass sie genug haben für sich selber zum Honig essen. Und ja, weil normalerweise, sagen wir mal, in unserem industrialisierten, dunklen Zeitalter wird in den Bienen in der Regel komplett Honig weggenommen und verkauft und wird ihr einfach so ein selber hergestellte Zuckermasse her, wo halt, ja, auch sagst, dass, ja, ich meine, wir sind ja nicht die, die Zucker in uns hineinbiegen, weil es gesund ist. Und darum gibt man es halt auch in den Bindli, damit die auch noch schneller verrecken. Ja, und damit ist halt eben wirklich Dings, dass das Bindli ihren Honig haben, wo, ja, gesund ist. Damit sie auch selber stärker sind und vielleicht auch weniger anfällig sind für irgendwelche, wie heisst jetzt Maruamilben und so Sachen und ja. Eigentlich Also, noch ein gutes Prinzip. kurz, wenn ein Honigpot erscheint, dann ist es nicht der Winnie Pooh, sondern der Demeter. Genau. Nein, es ist nicht ein Honigpot, es ist so ein Getreide, ich glaube so eine Getreideähre oder etwas, ja, vom Symbol. Und ja, und die Götter haben verschiedene Fähigkeiten auch. Du hast dann auch jeweils. Jetzt sagen wir jetzt mal als Beispiel den Zeus. Wir würden jetzt einen Zeus-Götterkraft zur Auswahl bekommen. Eine von drei. Und dann hast du zum Beispiel irgendwie, kann sein, dass eine Fähigkeit ist, dass dein Schaden zusätzlichen Blitzschaden macht. Eine bestimmte Prozentzahl. Oder dass irgendwie deine Special, wenn du ausführst, einen Blitz machst, der auf weitere Gegner überspringt und noch ein bisschen zusätzlichen Schaden macht bei den anderen Gegnern, so Sachen. Oder dass der Gegner mit dem Blitz auflädt und wenn der Gegner dich echt will schlagen, einen Angriff macht oder wenn er stirbt, dass er dann in den umliegenden Gegner auch noch Schaden verursacht, so Sachen. Dort gibt es auch jenste verschiedene Fähigkeiten, die jeder einzelne Gott hat und dann auch von denen wird einfach drei per Zufall rausgesucht und du hast dann die zur Auswahl und einer von diesen drei jeweils. Und ja, die sind eigentlich ein grosser Bestandteil, weil die tun dich recht verstärken und da kannst du dann auch so, wenn du später ein bisschen weisst, was für Fähigkeiten die verschiedenen Götter dir anbieten, in welche Richtung es geht, kannst du dann so auch deine eigenen Talentbilder zusammenstellen und je nachdem, was du so zur Auswahl hast, kannst du dann sagen, okay, jetzt habe ich das und das schon bekommen, ich gehe jetzt in die Richtung oder so. So Sachen, die du kannst machen, ja. Ja, und dann eben, wenn du in dem ersten Raum drin bist, nachdem du deine Götterfähigkeit oder das Waffenzeichen zur Auswahl gehabt hast,
hast du dann im Raum einen Gegner, der erscheint, in verschiedene so, wo dann musst du einfach möglichst schnell runtertatschen und nachher, wenn die alle weg sind in dem Raum, rein, kommst du einen Ausgang über für den nächsten Raum rein. Im Prinzip. Und zum Teil sind es auch mehrere Ausgänge, zwei oder so. Und dann hast du jeweils bei jedem Ausgang hast du wieder etwas, was es dir gibt, wo du kannst auswählen kannst. Zum Teil hast du dann irgendwie ein Symbol von einem Gott auch irgendwie, so ein Herz oder ein Pfeil oder was, wo du weisst, ah, wenn ich jetzt in den nächsten Raum hineingehe und den cleare, dann komme ich als Belohnung wieder eine von den drei von den Götterfähigkeiten, die ich zur Auswahl habe. Das ist zum Beispiel etwas, wo du hast. Oder es könnten so wie hat man, wie habe ich gesagt, ein Smaragd sein oder so, da weisst du, ah, wenn ich den Raum clear habe, dann komme ich ein Smaragd als Belohnung über. Oder das, oder eine Goldmünze, oder. Das siehst du. Und kannst, wenn, ja, wenn du mehrere Ausgänge hast, dann entscheiden, was willst du jetzt lieber, was bringt er mir, oder so. So Sachen. Ja, da gibt's noch die wir am Anfang erwähnt haben, die Finsternis. Das sind so eine Art violette Kristall oder Splitter, sehen sie aus. Die brauchst du dann, um deine fixen Talente aufzuleveln, im Prinzip, wo du nicht verlierst. Weil die ganzen Götterfähigkeiten im Prinzip, sobald du stirbst, verlierst du die alle wieder. Oder Waffen-Upgrades, die sind eigentlich nur jeweils in einem Run bestehend. Und ja, du wirst viel sterben. Viel. Das ist ein wichtiger Bestandteil vom Spiel. Ja, du hast zum Teil in den Level so Herausforderungstruhen, die du findest, wo du kannst annehmen oder einfach ignorieren. Das ist dann auch, je nachdem, wo du entscheidest, wenn du siehst, irgendwie in einem Level, wo du weißt, ah, du hast ein bisschen Mühe mit den Gegnern, du frisst ein bisschen viel Schaden oder so, dann tust du sie vielleicht lieber lassen, die Truhe. Und wenn du weißt, ja, ich bin momentan super gut unterwegs, ich haue die Gegner weg wie nichts, dann nimmst du so eine Truhe, und da gibt's auch verschiedene Truhen, die einen mit Lebenspunkten, die sind mit Finsternis, die mit den Edelsteinen, Smaragden, oder mit Gold. Und wenn du dann das Event startest, dann sagen wir jetzt mal, es ist eine mit Edelstein, dann zeigst du dir, wie viel Edelstein das du könntest bekommen, theoretisch. Sagen wir zum Beispiel, steht 100 Edelsteine. Und nachher, sobald du die Truhe anklickst, startet das Event, dann kommen im Raum richtig viele Gegner führen, so einer nach dem anderen spawnt. Und dann musst du die wirklich einfach möglichst schnell alle umhauen. Weil währenddem gehen die Edelsteine, die du auf der Truhe hast, die 100, werden immer weniger und weniger. Und je länger du brauchst, desto weniger bekommst du am Schluss zur Belohnung über. Oder wenn du zu lange brauchst, dann kommst du wahrscheinlich gar keine mehr über. Aber das ist mir, glaube ich, jetzt noch nie passiert, dass ich so lange gebraucht hätte. Oder wenn du weißt, bist super schnell unterwegs. Zum Beispiel, wenn du einen HP-Truhe hast, wo der Lebenspunkt gibt, und du siehst, oh, ich bin ein bisschen verwundet, gerade schon recht und so. Und die würde dir irgendwie 100 Leben geben, aber du hast eigentlich nur 40 Leben verloren, zum Beispiel. Dann weißt du, ah, dann kann ich locker schnell fertig machen, auch wenn ich noch ein bisschen Damage habe, habe ich nachher vielleicht fast wieder volles Leben oder so Sachen, ja. Du findest zum Teil auch Schlüssel, oder als, wie sagst du, Raumausgang, weißt du, zum Teil auch, dass du im nächsten Raum einen Schlüssel kannst bekommen. Die brauchst du dann auch eigentlich, um die Talente, die du erlernt hast, zu verlieren. Das ist dann auch eine Möglichkeit. Weil eben die Talente, die du mit den Blutsplittern bekommst, die kannst du im Prinzip nachher, wenn du wieder bei dir in der Base bist, in deinem Schlafzimmer, hast du so einen grossen Spiegel. Den kannst du mit diesen Blutsplittern nachher investieren für Talent-Upgrades. Sei es zum Beispiel, dass jedes Mal, wenn du einen Raum verlässt, dass du irgendwie ein HP, also ein Lebenspunkt zurückbekommst. Und du kannst dann dort weitere Punkte investieren, nachher kommst du vielleicht zwei Lebenspunkte über jedes Mal, wenn du einen Raum verlässt, oder drei. Bis zu einem bestimmten Punkt kannst du das upgraden, und dann gibt es ein anderes Talent, wo du kannst Blutsplitter wieder investieren, damit du zum Beispiel nachher von diesen Kristallen, wo du kannst auf Gegner rühren, statt deinen nur zwei hast oder drei. Und gleichzeitig kannst du aber jeweils die Talente auch, wie sagst du, umtauschen. Also umtauschen im Sinne von, sagen wir jetzt, das, wo dir mehr von diesen Kristallen gibt, wo du kannst auf den Gegner rühren, kannst du auch
auf ein alternatives Talent umswitchen, wo du dann aber auch wieder musst separat skillen mit diesen Blutsplitter, dass du zum Beispiel, du sagst ja, ich brauche nicht mehrere von diesen Kristall zum Rühren, aber das andere Talent gibt dir zum Beispiel, dass der Kristall, der im Gegner drin ist, der kommt dann auch wieder raus, sobald du ihn umgebracht hast. Oder nach einer bestimmten Zeit kommt der Kristall auch wieder raus. Dann kannst du wieder einsammeln und wieder frisch auf einen Gegner oder auf einen Gleichgegner schießen, auf einen Boss oder wie auch immer. Und dann kann es sein, dass das alternative Talent im Spiegel drin sagt, wenn das aufskillst, dass es Tour bis der Kristall wieder aus dem Gegner rauskommt, verkürzt wird, sodass du dann auch schneller wieder kannst einsammeln und wieder kannst verschmeissen, auf Gegner rühren, so Sachen. Ja, und dort kannst du dann mit diesen Schlüssel die Talentpunkte, die du dort quasi gesetzt hast, wieder resetten, wenn sie umverteilen willst. Zum Beispiel, oder später brauchst du das theoretisch eigentlich praktisch nicht mehr, weil du kannst, wenn du irgendwann hast, erstmal alles aufs Max-Level ausgekillt eigentlich, wenn du genug lang. Von den Talent? Ja, genau. Kann man die nachher dann selber wählen? Oder ist es auch random, wenn du reingehst und... Also die sind schon noch random. Also einfach die Talente, die du im Spiegel innen kannst lernen, die kannst du dann einfach, wenn du alles freigeschaltet hast, im Prinzip, du musst immer noch entscheiden zwischen dem Talent oder der Alternativversion von dem Talent, jeweils von den verschiedenen, die du zur Auswahl hast. Ja. Das musst du schon wählen. Aber du brauchst ja dann die Splitter, musst du nicht mehr frisch verteilen, um das Talent weiter aufleveln, wenn alles auf Max ist. Also. Aber wie ist es bei den Waffenzeichen-Skills? Die Waffen... Jetzt sammelst du, ja, oder? Und danach hast du in einem Menü, hast du so viel schon zu tun gehabt mit einem Gott. Ja. Und das kannst du ausmaxen. Wie meinst du das jetzt genau? Du hast schon Beziehung, die du zu den Göttern hast. Aha. Kannst ja du ausmaxen. Mhm. Was passiert nachher, wenn das ausgemaxt ist? Kannst du dann ihre Talente, die du auf die Waffe kannst setzen, einfach schon von vornherein setzen? Oder bleibt das immer noch random? Du gehst mit der Waffe rein. So, ja. Du hast einen bestimmten Einfluss. Wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal, das erste Talent wählst, du zum Beispiel jetzt, sagen wir, du hast Aphrodite ausgemaxt. Mhm. Dann gehst du, dann kannst du, also eigentlich prinzipiell von jedem Gott kannst du Geschenke geben. Und zwar sind das, wie heisst es, Ambrosia. Ambrosia. Mhm. Der Göttertrank. Und wenn du das in einem Gott oder auch eigentlich fast jedem Charakter, wo du kannst, irgendwie mit ihm schnüren, kannst du so ein Ambrosia schenken. Und dann beim ersten Mal, wo du das machst, du dir als Dank auch ein kleines Gegengeschenk geben. Und jetzt bei der Aphrodite, ich weiss jetzt nicht mehr genau, was das Gegengeschenk, wie das aussieht bei ihr. Auf jeden Fall kannst du das dann equippen, im Prinzip, am Anfang vom Run. Oder vor jedem Level kannst du das wieder frisch ändern. Und wenn du jetzt in der Aphrodite ihr Geschenk anlegst, dann ist es, glaube ich, garantiert, dass die erste Götterball, was zur Auswahl steht, von Ehren ist. Zusätzlich kannst du dann noch, solange du ihr ein Geschenk trägst während dem Fighten, dann wird das stärker mit der Zeit, kannst das aufleveln. Mhm. Also wenn du genug irgendwie so und so viel, ich glaube, ein Gegner gekillt hast oder was, oder nein, Scharmützel gemacht hast, also quasi von den Räumen cleared, dann steigt es quasi einen Stern auf, einen Rang. Und das kannst du auch bis zu einem bestimmten Punkt upgraden. Und dann ist es zum Beispiel, glaube ich, bei der Aphrodite auf Max. Da tue ich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, dass die Chance auf eine seltene Göttergabe um 30% höher ist, glaube ich, wenn du es ausgemaxt hast. Was meinst du, bis so eine Gottbeziehung vertieft hast auf Max? Aha. Wie viele Stunden hast du investiert, bis der erste hast? Also das Geschenk selber zum Upgraden, das ist jetzt nicht so heftig. Wenn du das einfach permanent da hast und sagst, ich wollte jetzt das als nächstes auf Max-Level haben, dann machst du einfach, also es geht schon nicht so von jetzt auf sofort, aber das ist halt, ist absehbar, sagen wir es so. Und
Was soll ich jetzt mal sagen? Eventuell wie viele Stunden, dass es in etwa könnte dauern. Ja, sind wir jetzt gesehen. Ah ja, und aber der Beziehungsstatus selber zum Aufbauen, der dauert lang. Weil es ist ein, so ein bisschen, wie sagst du, musst bestimmte Punkte quasi in der Story und so erreichen, damit es überhaupt weitergeht. Oder weil, wenn du jetzt sie beschenkst, nachher gibt es vielleicht irgendwie neue Dialoge, so, die mit dir schnüren, so Sachen, und nachher mit Ambrosia beschenkst und dann später, wenn sie wieder zur Auswahl hast, kannst du wieder ein Ambrosia schenken, dann gibt es wieder neue Dialoge und so Sachen und du quasi Beziehungen erhöhen. Und dann kann es aber sein, dass irgendwie, ich weiss nicht, 10 Ambrosia oder wie viel musst du schenken, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, bis sie nahezu ausgemaxt hast, quasi Beziehung. Und nachher ist dann aber so eine Art wie gelockt. Und dann musst du wirklich irgendwie bestimmte Punkte, je nachdem in der Story oder je nachdem zum Teil mit anderen Charakteren auch bestimmte Beziehungsstufen erreicht haben, damit dann kannst du weitermachen mit der Aphrodite zum Beispiel, damit sie dann wirklich kannst, komplett ausmaxen. Mhm. So, und das ist dann wirklich, das wird sehr lang dauern. Ja. Sehr lang. Aber ich könnte keine Stundenangabe geben oder so, wirklich. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch, kann sie bis jetzt mit, was habe ich, wie viele Stunden? Ich weiss gar nicht mehr. Aber 50 Stunden aufwärts, ziemlich sicher schon, auf jeden Fall. Und ich habe sie noch nicht können komplett ausmaxen. Und ich hatte Aphrodite, ist, glaube ich, so meine erste Göttin gewesen, als ich kam. Und ich fand, sieht noch sexy aus. Oder? Ich glaube, ja, ich tu da. Ich habe nicht gewusst, glaube ich, wie das Beziehungssystem funktioniert. Ich dachte, das ist so wie in Dragon Age, oder? Wo du zu deinem Partymitglied kannst eine Love Story aufbauen. Und nachher ist sie deine Frau oder wie auch immer, deine Freundin oder so. Da habe ich gefunden, ja, sie sehen noch sexy aus, die Aphrodite. Oder? Wenn es irgendwie in die Richtung geht, dann tue ich doch gerade mit ihr eine Beziehung knüpfen. So. Und dann habe ich dann später nachher gefunden, dass es einfach nicht weitergegangen ist. Aber ich konnte es nicht weiter ausmaxen, eine Beziehung zu ihr. Aphrodite, das wäre deine Tante. Aber es sind Griechen, spielt keine Rolle. Ja, ist sie meine Tante? Irgendwie, ich weiß es nicht. Ah, nein, hey, das... Mal... Also ich weiss, sind sie Geschwister, die Götter untereinander, die griechischen ja, Götter, ja, sind sie Geschwister? Ja, alles sind's. Irgendwie. Sie sind ja eigentlich Kinder von der Kinder von der Duell, oder so Mutter und... Ja, und das ist alles... Das ist alles. Inzest. Inzest. Geschichte ist bei dem Game, die haben halt wirklich so ziemlich alles richtig gemacht von Anfang an. Eben, fahrt ihr schon bei der Namenswahl an. Sie haben vorher dann ein Special gehabt. Was haben sie gehabt? Special, das Game. Ah, ja, Special, genau. Das Transistor. Genau. Das sind schon so kleine Taktik-Action-RPGs gewesen, nachdem alles. Und da merkst du halt wirklich, die haben richtig vieles genommen von dem Wissen und haben einfach das Beste gegeben. Was jetzt da so ein bisschen statisch und Geschichte ist, wir haben Waffen, wir haben Götter, wir haben ein Roguelike, oder? Und eigentlich, ja, was ist halt einfach das Spezielle an dem? Weil Geschichte ist, Bei Hades mache ich mit allen immer die gleiche Erfahrung und mit dir genau das gleiche. Ich habe sie auf meiner Switch geholt so, und habe gefunden, ja, ich schaue es mal an. Und danach habe ich mal so ein bisschen reingeschaut und ich so, oh nein, das ist eines von diesen Games, wo ich irgendwie 100 Stunden muss investieren und irgendwie, ich glaube, ich kann das nicht. Und dann bin ich dort gehockt am Esstisch und habe mal reingeschaut und dann habe ich am Set gesagt, schau mal, das ist Hades, das ist, glaube ich, richtig gut, die haben, glaube ich, richtig gute Arbeit gemacht. Und er hat so seitlich reingeschaut und ist fast eingepennt. Und irgendwie so eine Woche später... Dann muss man eine Chance geben. Ja, das ist genau das, das, was ich raus will. Oder, weil all das, was wir jetzt erzählt haben, so, nichts von dem ist so, ja, gibt mir dem eine Chance. Oder? Und nichts von dem ist irgendwie so richtig anmächtig. Aber alles zusammen halt in dieser Komposition.
Und wie die Geschichte ist richtig gut. Also es ist richtig lustig auch. Du watch einfach jeden Aspekt, auch wenn es viel tönt, unterschiedliche Währungen. Das ist auch so etwas. Ich hasse unterschiedliche Währungen in Games und Ja. musst go unterschiedliche Geschichten holen. Aber jeder Fight fühlt sich anders an. Und das ist eins von den Games, wo bei mir halt auch einfach so ein bisschen Fronten durchbrochen hat. Der Set kommt nach einer Woche und ist schon voll der Heidenspezi und kann nicht mehr aufhören und geht gar nicht mehr schlafen und überhaupt und hat es auch schon durchgezockt und ich so, what the fuck? Wie? Ich bin noch beim ersten Boss und gut, auf jeden Fall, ja, aber das ist doof, dass ich dort gestruggelt habe. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Und es gibt auch so Geschichten wie, oh, Waffe mit Schild, Schild geht gar nicht. Und mittlerweile ist Schild meine absolute Lieblingswaffe. Und es kommt halt einfach wirklich darauf an, welcher Gott, wo da triffst und was für Skills. Oder Ja. das Umgekehrte, du hast den Bogen voll cool gefunden und ich so, Ja. fuck, ich hasse den Bogen, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mit dem Bogen das Spiel durchzuspielen. Und ich hasse es, ich komme einfach so nicht zu schlagen, ich habe es schon probiert mit verschiedenen Sachen. Ich glaube, ich brauche wirklich die perfekte Göttertalent, Waffen-Upgrade folgt, damit es mir eigentlich mal klappt und meistens ignoriere ich einfach den Bock mit dem, aber eben du Ja. wiederum kommst gut schlagen mit dem, es ist wirklich komplett Ich unterschiedlich. sage, ja, mit dem Bogen ist das erste Mal, wo ich böse können lecken und anders weiß ich gar nicht, wie das soll gehen. Aber jetzt mit dem Schild auch, da kann ich schmeißen. Alles, was ich schmeißen, ist gut. Nein, Geschichte ist, jeder macht seine eigene individuelle Erfahrung in dem Game. Und es wird dir aufgezwungen. Du kannst kein Game True haben oder irgendetwas, weil du kommst hin und es ist einfach für jeden einfach eine andere Erfahrung. Weil es halt einfach alles so random ist und du stirbst und du musst sterben, damit du weiterkommst. Und du fährst von vorne an und es lässt dich nicht los. Und all das, was wir jetzt hier erzählen, ist einfach statisch zum Erzählen. Aber alles zusammen macht es richtig dynamisch. Das müssen wir halt wirklich mal reinschauen, wie der Set sagt, gebt dem eine Chance. Absolut. Das ist wirklich gut. Und wir können heute noch darüber reden und finden Sachen. Und es gibt so die ein oder andere Aha-Effekt. Und vor allem das Game, er wird auch nicht müde. Er überrascht Ja, dich auch immer wieder, egal wie viele Stunden du eigentlich genau. investiert hast, es kommt immer etwas dazu, wo du findest, wow. Ja, und eben, wie du gesagt hast, du hast es mal auf der Switch gezeigt und also geschaut und der Grafikstil schaut auch so 2D irgendwie so oder so gezeichnet und so. Und da habe ich erst gesagt, so, Ja, wer es Diablo zockt, muss den Scheiß nicht haben. Ja, nein, nachher der. Bin irgendwie auf Steam, hat's mir so auf der Hauptseite angezeigt, von Hades und super Bewertungen von anderen Dings und dann habe ich gesehen, ah, das geht's nicht nur auf der Switch. Ich so, ah, okay. Die Tatsache, dass es auch am PC kann spielen und so. Und du hast mir vorgeschlagen gehabt und da tun sie es auch so gut bewerten und eben der PC ist das ausschlaggebende Argument bei mir und von, okay, komm mal, der. Schau ich mal lieber das Team, dann kann ich es wieder zurückgeben, wenn es nichts ist. Oder wenn ich sehe, nach einer halben Stunde, drei Viertelstunde, so, ah, es ist nichts, dann hätte ich es zurückgeben, bei der Switch kann ich das nicht machen. Aber escalated quickly. Ja, wirklich, kaum angefangen kam, mal so, ah, drei, und dann, schlussendlich, es ist einfach, wirklich, jetzt gefällt mir auch der Grafikstil und alles. Und es ist halt wirklich ein Spiel, das gut ist, wegen dem reinen Gameplay. Ja. Und du kannst es, von mir aus siehst du es weit vor einem Last of Us 2, wo einfach faszinierende Grafik hat und die Inszenierung geil ist, aber das Gameplay ist einfach, ist nicht allzu speziell, ist absolut nicht. Und das Ghost of Tsushima zum Beispiel auch, das ist auch richtig geil inszeniert und so und alles und, aber das Gameplay ist auch nicht weltbewegend, das geht auch nicht und, es sind einfach andere Sachen dort, und bei meinen Haters ist es einfach wirklich das Gameplay, Story und das auch, Inszenierung ist auch gut, alles absolut, halt grafisch nicht high-end, es ist halt wirklich auch nur ein begrenzt kleines Studio, das mit einem begrenzt kleinen Budget Budget. müssen ein Spiel machen, aber was sie dann schlussendlich rausgeholt haben, hat wirklich das, was eigentlich mit einem Spiel zählt, ist das Gameplay, klar ist Inszenierung, Grafik, alles auch noch einen Einfluss drauf, Geschichte ist halt einfach. aber du spielst es, weil es ein Spiel ist und nicht, weil es Ja, wenn du ein geil Tsushima in die aussieht. Hand nimmst, dann fühlst du dich wohl. Ja.
wenn du das Last of Us 2 in die Hand nimmst, dann fühlst du dich wohl, fühlst dich daheim. Wenn du Hades in die Hand nimmst, hast du etwas Frisches. Mhm. Und das ist es eben, was es ausmacht. Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich am schon seit langem ein Spiel, genau, wo ich einfach fand, auch wenn die Story nicht wäre grossartig, oder es ist irgendwie das reine Gameplay, es ist einfach so abwechslungsreich und macht einfach Laune. Und es ist so, du könntest es in Häppchen geniessen, auf eine Betonung könntest. weil wenn du gerade so an einem freien Tag denkst, ach komm, ich tu mal schnell einen Durchgang probieren da. Eben so einen Durchgang im Prinzip, es ist unterschiedlich schnell. Aber sagst du mal, schnellste, den ich hatte, durchgangmässig, ist irgendwie vielleicht um die 35 Minuten bis 40 in dem Bereich kommen. Bis vielleicht maximal eine Stunde, wenn du lang brauchst. Wirklich lang brauchst oder so. Und dann denkst du, ja, mach ich schnell eine Runde und dann hast du die Runde durch und dann denkst du, ah, komm, die Waffe, ja, noch schnell kurz, das erste Level oder die ersten paar Räume kurz und du bleibst hängen und dann geht's weiter und weiter, am liebsten bei mir. Ja. Und, ja, übrigens, ich habe vorhin erzählt, also wegen dem Beziehungsaufbau ist eigentlich nicht Ambrosia, sondern der Nektar. Den brauchst du eigentlich zum Verbessern. Und du kommst dann eben die Geschenke, die du von ihnen bekommst, von den Göttern, sind sogenannte Andenken. Ja, ich habe sogar noch detailliert aufgeschrieben. Genau, die geben dann je nach Stufe vom Geschenkli 10, 15 oder 20% höhere Chance auf seltene Götterfähigkeiten zur Auswahl. Ja, und die Geschenke selber auch zum Beispiel, oder wenn sie trägst, gibt es auch noch solche, die nicht von Göttern ist. Zum Beispiel, wenn du vom Cerberus, vom Hund, das Geschenkli bekommst, ist es eben sein Stachelhalsband. Wenn du das zum Beispiel equipped hast, dann gibt es dir plus 25 Lebenspunkte auf Rang 1, auf Rang 2 38 und auf Rang 3 dann 50 Lebenspunkte. Ambrosia brauchst du auch zum Beziehung vertiefen, aber die eigentlich erst dann glaubst, wenn du es fast auf Max oben hast, um die letzte Rang, die brauchst du dann, glaubst du, Ambrosia, weil das ist noch viel seltener als der Nektar zum Einsammeln. Und den brauchst du dann auch zum Begleiter verstärken. Und zwar, wenn du mit einem Charakter Beziehung aufs Maximum oben hast, also jetzt nicht mit einem Gott, es gibt ja auch noch nicht Göttercharaktere, und dort habe ich bereits mit dem ersten Boss Beziehung auf Maximum. Ich bin schon mit dir in der Kiste gewesen. Oh, so ist gut. Sie gibt dir nachher auch so eine Begleiterverstärkungs-Dings, Geschenkenart oder so, oder du kannst sie quasi eine Art wie auswählen. Und sie kannst du dann, glaube ich, auch upgraden, meint ich's. Und für das brauchst du dann, glaube ich, Ambrosia. Auch. Ja, und eben, du hast auch einen Händler in der Homebase inne, wo du kannst ansprechen amix, und der hat dann auch Sachen, wo du kannst austauschen, also Währungstausch. Kannst zum Beispiel sagen, hat im Angebot, das ist auch random wechselt, das zum Beispiel kannst du sagen, du kannst 5 Schlüssel tauschen gegen 1 Ambrosia zum Beispiel, so Sachen. Manchmal hat er noch so Spezialangebot, wo richtig gut sind, wo du aber nur einmal kannst duschen, also pro Run quasi. Das wechselt ja jedes Mal wieder. Das ist auch noch cool. Und was auch noch wichtig ist, als Charakter, wo du zwischendurch triffst, der Charon, oder wie auch immer im Englischen, der Fährmann, der, wo eigentlich die toten Geister, oder wie auch immer, Seelen nachher gegen einen Münzenobolus quasi in die Unterwelt über den Unterweltfluss durchbringt. Ja. Fahrt, so. Ja, ja, ja. Und ihn triffst du amix an, zum Teil vor der, ich glaube, vor jedem Boss ist er, meint ich, oder, vor dem Boss 3. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er vor jedem Boss ist. Aber ich habe jetzt auch schon die eine oder andere Woche nicht mehr gespielt. Also nicht vor dem Boss 3, er kommt schon vorher dann. Ja, also kommt schon vorne, aber glaube ich permanent vor dem dritten Boss oder so, oder vor dem Endboss vom dritten Gebiet, so, also dort ist er definitiv permanent. Ach schon? Ja, meint es schon, genau. Und sonst triffst du auch ab und zu, hast du auch zur Auswahl, wenn du einen Raum verlässt, dann siehst du auch sein Zeichen da,
Spezielle, und dann weisst du auch, wenn du jetzt dort reingehst, dann ist im nächsten Raum in der Regel kein Gegner, sondern er dort. Und dann kannst du noch mit den Goldmünzen, die du aufsammelst während dem Spiel, kannst du dort auch Sachen auswählen. Da hat er nämlich gesagt, meistens drei verschiedene Sachen zur Auswahl, wo dann siehst, je nachdem, kann das eine Götterfähigkeit sein von einem bestimmten Gott, also einfach ein bestimmter Gott, wo du kannst anschnüren und irgendeine Fähigkeit auswählen, die er dir anbietet. Es kann auch irgendetwas haben, das dich ein bisschen heilt sein oder so. Oder vielleicht auch irgendein Waffenupgrade oder je nachdem. Dann hat man das auch je nachdem verschiedene Münzenpreise, die das wird kosten. Und die kannst du in der Regel relativ gut ausgeben, die Münzen, weil die hast du nur pro Run. Also wenn du stirbst oder durchgespielt hast, dann hast die Münze eh wieder nicht mehr. Also heisst, die sammelst du eigentlich zum Ausgeben, jeweils während zwischen den Kämpfen. Ja, und dann später hast dann du mit Talent, wo du kannst skillen in dem Spiegel auch noch so Sachen, dass du kannst den Zufallsmoment ein bisschen verkleinern. Zum Beispiel eben, wenn du so eine Götterfähigkeit zur Auswahl hast, noch, zum Beispiel eben jetzt die Aphrodite, ansprichst und du hast nachher drei Talente von ihr zur Auswahl, kannst du zum Beispiel sein, dass du kannst einisch rollen und dann tut's Talent neu auswürfeln quasi. Und dann hast du so das ein bisschen einschränken in dieser Hinsicht, dass du sagst, oh, da kann ich gar nichts brauchen, ich brauche einen von meinen Würfeln. Und Kannst was dann auch, passiert dort bei dir? ja, je, kannst dann auch mit viel, das kostet relativ viel, um die Talente abzugraden, dass du zum Beispiel mehrere so Würfel hast, wo dann das kannst ausrollen. Oder da gibt's auch so Alternativen, zum Beispiel, dass du nicht kannst Talent von, bei den Göttern ändern, sondern dass stattdessen kannst du Raumbelohnungen ändern. Du siehst zum Beispiel, auch in dem nächsten Raum würde ich jetzt die und die Belohnung bekommen. Dann kannst du sagen, ah, ich will etwas anderes, ich würfle, und dann gibt es eine zufällige andere Belohnung, die du dann in dem Raum stattdessen bekommst. Ja, und dann eben, nachdem du das erste Mal gestorben bist, dann tauchst du wieder bei dir im Haus des Hades aus dem Blutbrunnen, nenne ich es mal, steigst du aus dem Blut raus. Und der erste Charakter, der dort nachher steht, ist der Hypnos. Er ist so die Inkarnation des Schlafs. Und er ist auch immer am Pennen, wenn du kommst, und dann sprichst du mal an, dann verwacht er so, oh, Sagrius, ah, du bist da. Und dann hat er meistens immer irgendeinen Spruch auf der Lippe, wie du gerade gestorben bist, das letzte Mal. Oder wenn du zum Beispiel irgendwie beim Boss so und so gestorben bist, dann sagt er, oh, hast gesehen gerade, hat er dich ziemlich in Mangel genommen, der Boss und so, hä? So Sachen, wirklich. Das ist eigentlich nur lustig, dass er. Manchmal dürfte er richtig gut die Art, wo du gestorben Ja, bist. das, genau. Es Und ist irgend so macht einen sich blöden lustig. Scheiß Speerträger gehabt, der dich umgebracht hat, so einen normalen Mob, nicht einmal einen Boss. Und dann sagt er, oh, ich sehe schon, du bist im Elysium, hast ein bisschen hast ein Speer abbekommen, da von diesem Speerträger und Zeug und Sachen. Das ist wirklich, wirklich permanent bringt er einen neuen Spruch, wirklich je nach Todesart und so. Das ist wirklich lustig. Und auch die ganzen anderen Charaktere, sie haben eigentlich immer permanent einen anderen Spruch, wo sie dir sagen, wirklich. Und auch nach 50 Stunden, sie kommen immer wieder mit einem neuen Spruch. Du kannst sie nicht jedes Mal ansprechen. Du siehst es aber gerade, wenn sie irgendwie so, Glaubensausrufezeichen haben oder so, du weisst, ah, du kannst wieder etwas mit ihnen schnurren. Und dann bringen sie wieder irgendetwas Neues. Also, sie haben auch ihre eigene Geschichte und so, zum Teil, wo sie dann wieder ein bisschen weiter erzählen von sich selber und so, was auch noch interessant ist, eben, du hast dann auch Codex eingetragen, wo das Zeug kannst du nachlesen und so. Es ist einfach super. Ja, was gibt's noch zum Sagen? Was gibt's noch zum Sagen? Ja, aber wenn du dann mal das erste Mal durchgespielt hast, fängt es erst richtig an, eigentlich. Dann fängt es erst richtig an. Dann kommst du einen sogenannten Strafpakt über, wo du zur Auswahl hast. Das heisst, wenn du das nächste Mal die nächste Run startest, kannst du an dem Strafpakt Spiel schwieriger machen. Und das fragst du dich, wieso sollte ich ein Spiel, wo ich sonst schon viel sterbe und nicht sterbe, noch schwieriger machen? Und zwar hat das den einfachen Grund, weil du dann wieder neue Belohnungen bekommst und bessere. Im Sinne von, wenn du einen Boss das erste Mal erleihst, dann hast du amigs bestimmte Belohnungen, die relativ selten sind. Eben, sei es ein Diamant
Oder ein Fläschchen Ambrosia oder ein Blut der Titanen heisst es, glaube ich. Und eben, wie gesagt, das Blut der Titanen zum Beispiel, das brauchst du dann, um deine Waffen upgraden. Und die kannst du dann auch permanent upgraden, die verlierst du nicht. Und da kannst du nachher, aber auch das, jede Waffe hat mehrere verschiedene Upgrades, die du kannst machen, verschiedene Stufen von Upgrades. Und da kann es sein, dass das erste Upgrade, was könnte das jetzt sein, zum Beispiel von der Faustwaffe. Es gibt zum Beispiel ein Upgrade, dass, wenn du deinen Special einsetzt, dann tut's Gegner in der Nähe so wie ein Magnet so zu dir herziehen, und dann kannst du so Gegner herziehen und dann wieder richtig fett reinfetzen, zack, zack, zack. Und das wird dann auch stärker, wenn du mehr von dem Blut der Titanen tust, investieren bis zu einer bestimmten Max-Stufe. Und nachher kannst du gegen wiederum Blut der Titanen zum Beispiel ein anderes Talent für die Waffe freischalten, wo andere Waffenbonus gibt, wo zum Beispiel einfach sagt, dass du Crit-Chancen erhöhen. Das ist jetzt ein simplerer Bonus zum Beispiel mit jedem Rang. Das kostet dann auch wieder Blut. Also dann willst du das Blut haben oder die Diamanten eben, zum deine Räume upgraden. Und mit Räume upgraden, das ist nicht nur kosmetisch, dass du dann bei deinem Haus des Hades nachher dann kannst du ein bisschen Innendekorateur spielen und es nicht nur schöner aussieht und so, sondern das gibt dir dann auch Boni. Zum Beispiel kannst du dann dem Restaurateur oder wie er heisst, kannst du zum Beispiel einen Tisch in Auftrag geben, den er dann in deinem Schlafzimmer herstellt. Und da gibt dann dir so Prophezeiungen, die du musst erfüllen musst. Zum Beispiel, wenn du eine Götterfähigkeit auswählst, die du noch nicht gehabt hast, dann zeigt sie dir das amigs an, da hast du so eine Schriftrolle, die sie einblendet und du weisst, ah, das hat das brauche ich für Prophezeiungen. Und wenn du zum Beispiel alle Götterfähigkeiten hast, von einem schon mal ausgewählt hast, in irgendeinem von deinen Durchgängen, dann tust du eine Prophezeiung freischalten, die heisst, es wird prophezeit, dass du alle Götterfähigkeiten von dem Boss mal hast. Und da gibt es auch wieder eine schöne Belohnung, sei es jetzt irgendwelche Diamanten und Zeugs und Sachen. Ja, wo du dann noch wieder kannst für anderes Zeugs haben, zum Beispiel Brunnen-Upgrades, dass zum Beispiel kann sein, dass während dem Level einer von diesen Räumen per Zufall auftaucht, wo ein Heilbrunnen drin hat, oder dich wieder fast, oder wieder nicht komplett aufheilt, oder was auch ziemlich nützlich ist zum Teil. So Sachen kannst du dann auch bauen lassen, quasi Auftrag geben mit Diamanten. Und eben darum möchtest du auch im späteren Late Game vor allem die seltenere Belohnungen. Und wenn du dann eben einen Boss einfach so killst, wo du schon mal gekillt hast mit dieser Waffe, das ist dann auch noch unter anderem, aber wenn du mit dieser Waffe einen Boss killst, den du noch nicht gekillt hast, dann kommst du dann auch wieder Belohnungen über, die du sonst nicht bekommen hättest. Darum kannst du das Spiel schwieriger machen, eben weil es dann mit sogenannten Hitze-Level anzeigt. Und je mehr Faktoren du erschwerst, sei es zum Beispiel, dass Gegner 20% mehr Leben haben, du kannst das noch schwieriger machen. Gegner haben 40% mehr Level, oder Gegner haben 60% mehr Level, und so weiter. Oder, Gegner, haben ein Schild am Anfang, das zuerst musst du kaputt tätschen, bevor du dann Schaden machst. Oder Gegner verursachen 10% mehr Schaden. Oder Fallen, wo du auch musst ausweichen ab und zu, nicht solltest du reinlaufen, verursachen irgendwie 50% mehr Schaden, oder wie auch immer. Das verursacht dann sogenannte Hitzethermometer, der steigt. Und wenn du dann irgendwie ein Hitzelevel 1 erreicht hast, dann weisst du, aber dass Bosse wieder die seltenere Belohnungen bekommen. Und wenn du dann zum Beispiel mit dem Schwert auf Hitzelevel 1 durchgespielt hast, dann musst du auf Hitzelevel 2 kommen, damit du wieder mit dem Schwert kannst einen Durchgang machen und Bosse wieder die seltenen Items droppen. Und das heisst, dann musst du noch eines schwieriger machen, nochmal und. Das motiviert dann auch. Und du wirst ja auch mit der Zeit immer stärker. Oder auch wenn du am Anfang vielleicht viel stirbst, du mit der Zeit kannst, mit den Kristallen, die du gesammelt hast, mit den Splittern im Spiegel deine Talentfähigkeiten nur pushen und du wirst so gleich immer ein bisschen stärker mit jedem Durchgang, auch wenn du nicht weit gekommen bist und so. Und es wird mit der Zeit immer leichter und darum kannst du dann wieder schwieriger machen und so. Ich glaube, es hast immer relativ viel gesagt, was Gameplay so anbelangt, was alles möglich ist. Aber es hätte ich das eine oder andere mal vergessen oder vertauscht. Sind wir nicht böse, aber ich habe es jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Aber es ist ein Game, jetzt, sag ich mal, wenn ich nicht weiss, was spielen, dann sage ich, oh, was könnte ich spielen, gerade
Das ist eins, was immer geht. Und auch hat es schon einige, ja, schon viel mal komplett durchgespielt. Und ich habe die Story noch nicht fertig erlebt. Es geht immer noch weiter. Ich weiss noch nicht, wie die Story endet komplett. Und ich denke, ja, das ist der Moment, wo wir noch schnell in die Spoiler-Part hineingehen können. Darum sagen wir schon mal für die, die sich jetzt nicht endlos spoilern lassen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wenn ihr am PC spielt, gebt ihm eine Chance auf Steam. Aber wie gesagt, wenn ihr findet, irgendwie nach einem Stündchen, es gibt mir nichts, ich kann das jetzt zurückgeben. Aber die Chance, dass es nicht zurückgeht, ist gross, würde ich sagen. Ja. Ja. Darum, eben, wie gesagt, probieren wir mal oder schauen mal schnell ein bisschen auf YouTube vielleicht. Wobei, beim Zuschauen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zum... Ja, das funktioniert nicht. Es funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Nein, ja. Also, ich glaube, ich muss selber ein bisschen schauen, ja. Darum, ja, wie gesagt, danke vielmals fürs Zuhören für die, die sich nicht eventuell spoilern lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Adios. Und weiter geht's noch kurz mit dem Spoiler-Part. Und zwar, was die Story anbelangt. Und eben nach den drei Levels, die ich vorgestellt habe, Tartarus, Asphodel und Elysium, bist du eigentlich vor dem Ausgang aus dem Hades, aus der Unterwelt raus. Und dort, das ist dann eigentlich noch die letzte grosse Hürde, die du meistern musst. Du hast dann den Charon, den Fernmarsch, steht auch wieder dort. Und du hast einen Haufen Belohnungen, die er dir anbietet, gegen Goldmünzen. Es sind sicher irgendwie, sieben verschiedene Sachen, die du kannst kaufen. Mhm. Eben Götterfähigkeiten, zum Teil für irgendwie 150 Goldmünzen, seltenere Götterfähigkeiten, also für irgendwie 300 Goldmünzen oder noch mehr, 500 oder so. Waffen-Upgrades oder sogar Doppelwaffen-Upgrades, die irgendwie, aber irgendwie, keine Ahnung, 300 Gold kostet und so. Und darum, das ist auch so ein bisschen das Taktieren, wegen, spare ich jetzt meine Goldmünzen für am Schluss, falls ich überhaupt bis zum Schluss herkomme, damit ich kann dort nachher gross posten oder beim Fährmann. Dann zusätzlich versperrt er den Cerberus, deinen Höllenhund, den Weg raus. Und ja, du willst eigentlich nicht gegen dein Hündli fighten, oder? In dem Moment. Sicher würde ich ja schon. Aber du kannst nicht bestechen. Und zwar kannst du, er hat gern Satyren, sind's, glaub, Satyrfleisch hat er gern. Und du kannst noch einen Sack voll Satyrfleisch bringen, damit er dich durchlässt. Und das musst du dann holen. Auch dort am Schluss, du hast nämlich dort, sind das 3, 4, 5, ich glaube zwischen 5 und 7 Räume, die kannst du durchfighten, Art, so. Wo auch noch eine verschiedene Belohnungen geben, auch zum Teil Götterfähigkeiten, zum Teil Goldbelohnungen, zum Teil Lebenspunkte, Erhöhungen, so Sachen. Und irgendein von diesen Rühm ist ein Satyrsack. Du weisst aber nicht im Vorfeld, in welchem das da drinnen ist. Und dann gehst du mal, wählst mal aus, zum Beispiel sagst, der gibt mir irgendwie den Gott. Und dort könnte ich noch gut eine von seinen Fähigkeiten brauchen, die ich gerne möchte haben. Und dann habe ich die Chance, dass ich die vielleicht bekomme. Darum wähle ich jetzt zuerst den rum und dann musste ich dort auch dort wieder durch die verschiedenen Räumchen durchfighten, bis am Schluss, wo du nachher die Götterfähigkeiten zur Auswahl hast. Und das ist ganz hässlich. Am Anfang denkst du, wow, jetzt habe ich es fast geschafft. Ich bin fast draussen. Und dann machst du den ersten von diesen Raum und stirbst. Und denkst, wieso? Jetzt komme ich doch endlich mal bis ans Schluss her und dann wird es mir verwirrt, weil es so richtig hässliche Gegner hat zum Teil. Die scheiß Satyren, die mit so Blasrohr dort stehen und so Gift viel schiessen. Und wenn es dich eigentlich verwutscht, dann hast einfach permanent Schaden, was der macht, und du hast nämlich schon in diesen Räumen so einen kleinen Brunnen, wo der mit einem Gegner gibt, und du musst aber je nachdem, wenn der Raum ein bisschen grösser ist, wo ist jetzt der Brunnen? Und dann möglichst schnell zu dem Brunnen hergehen, damit kannst du das Gegengift saufen und nicht weiter Schaden bekommst. Und dann hat's meistens noch mehrere von diesen Scheissatüren. Und dann hat's noch so riesen Ratten, wo zu dir herkommen und recht Schaden machen, wenn sie dich dann hittet.
Und wenn sie dich gerade nicht hitten, dann bleiben sie stehen, dann schütteln sich und dann spritzt da so Gift ringsum, wo nach der Giftlacke am Boden sind. Und wenn du dort reinkommst, dann bist du auch vergiftet und du musst auch wieder zum Brunnen dich das Gegengift holen. Und dann gibt's noch so Sägeblätter, die aus den Wänden schiessen und wo du auch nicht reinkommen willst. Und sonst hässliche Gegner. Es ist nicht einfach am Fluss. Und dann eben, wenn du Pech hast, musst du jeden von diesen Räumen durchfighten und hoffen, du überlebst es bis zum Schluss. Und hast dann vielleicht wirklich erst im letzten Raum den hohen Saaltürsack, den du da ist, fast so lange überlebt hast. Und ja, wenn du dann den Raum verwünscht hast, wo am Schluss der Saaltürsack rum ist, dort hast du dann auch einen Heilbrunnen, der dich nicht einmal unbedingt voll heilt. Je nachdem, wie viel HP du hast gesamthaft und wie low deine HP ist in dem Moment, heilt es dich nicht einmal voll. Mhm. Schon einen rechten Betrag, aber gleich halt, je nachdem, zum Teil länger es gleich nicht. Wenn du schon viel HP aufgebaut hast während dem Run. Und ja, und dort ist dann halt auch das Taktieren von wegen, lohnt sich jetzt nochmal in das Level jetzt zu gehen? Du weisst nicht genau, welche Gegnerkombis dich erwartet, oder? Kommst du mit weniger HP raus, als du reingegangen bist? Ja, lohnt sich jetzt einmal den Run zu probieren, damit du noch ein bisschen Gold bekommst, damit kannst du beim Fährmann noch schnell diese Belohnung holen, die dir vielleicht etwas bringen kann. Es ist wirklich das Taktieren und Abwägen. Und wenn dann schon im Vorfeld, relativ vielleicht schon im ersten Raum schon den hohen Satyrsack hast und den Heilbrunnen, dann denkst du eh schon, fuck, jetzt habe ich wieder keinen Heilbrunnen mehr bekommen, oder? Weil du jetzt schon angetroffen hast, darum lohne ich vielleicht die anderen Raum los und so. Wie auch immer, wenn du dann deinen Hund bestochen hast mit dem Sack und die Unterwelt endlich verlässt, dann kommt erst der Endboss. Und das ist dann dein Vater persönlich, der Hades, der auf dich wartet. Und der ist nochmal so richtig hässlich, ich sag dir's. Out of my damn way. I must admit to something, boy. Achilles taught you reasonably well. I expected that if anyone could train you into martial competence, it would be him. Though you didn't expect that one day I would end up using everything I learned from him against you. I anticipate more than you know. But Achilles merely practiced against mortals. Now you practice against me. Nicht nur, dass er so richtig fett Schaden macht, wenn er dich mal trifft. Dann spurtet er mich so vorne und dann macht er so einen, mit seinem Speer so einen 360 Grad Ringsumschlag und dann, wenn du musst auch mit rechter Reichweite, möglichst schnell aus der Reichweite rausgehen, damit du nicht den Schaden abbekommst. Nachher schießt er so einen flammenden Schädel raus zum Teil oder mehrere auf dich los, die so dich noch ein bisschen verfolgen, das Zeitchen. Und wenn du den abbekommst, dann kommst du, glaube ich, Schaden über. Und, warte, jetzt weißt du das, und du hast einen Timer, glaube ich, auf dir, und wenn der Timer abläuft, dann, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich sage jetzt nicht mehr, was dort passiert, mag mich jetzt nicht mehr ganz erinnern. Auf jeden Fall, wenn du dem Schädel ausweichst, dann geht der Bibel dann irgendwann einfach stehen dort, und dann hast du auch den Timer, der abläuft. Und wenn du in dieser Zeit nicht kaputt gemacht hast, dann explodiert, dann gibt es so eine riesen Druckwelle, die sich so ausbreitet. Und wirklich, wenn du entweder musst irgendwie durchsprinten, damit du keinen Schaden abbekommst, oder irgendeine Fähigkeit haben, wo du kannst schnell in dem Moment einsetzen, um den Schaden abwehren. Oder du musst wirklich möglichst weit weggehen, damit du nicht in dieser Druckwelle drin bist, die recht einen riesen Radius hat. Und eben, dann sind es zum Teil mehrere von diesen Schädeln gleichzeitig gewohnt ist und alle musst du schnell in time kaputt machen oder in time von einer Druckwelle ausweichen zur nächsten Druckwelle ausweichen und alles nebenbei, während dem der Hades dich verfolgt und wird tottätschen. Nebenbei noch. Und dann hast du ihn endlich besiegt. Hast du ihn auf 0% HP. Und dann knallt er so dort und flucht über dich, dass sein eigener Sohn ihn tätscht. Und dabei ist er ja selber geschuld, ich meine, er tätscht ja dich auch, dich und nicht einfach kann in Ruhe lassen und dich lassen gehen, weil er einfach so anhänglich ist und dich nicht lassen gehen. Und dann fährt Phase 2 an und er hat wieder voll HP. There. You can't kill me.
Und er legt noch einmal einen Zahn zu. No, nein. Ja, der Vater, nicht nur, dass er einfach, ich weiss nicht, was alles stärker ist in dem Moment. Zum Teil, ja, da kommen die Beschwörten noch Mobs, Random Mobs. Jeweils zwei verschiedene Varianten. Und das kann auch, je nachdem, was für Mobs das sind, richtig hässlich sein, dass die noch nebenbei probieren, dich zu tätschen und du sie nebenbei noch musst probieren, umzutätschen, während der Hades am Arsch ist. Und dann kommen noch so Vasen hervor, genau so schön verteilt im ganzen Gebiet. Wenn die Damage abbekommen, gehen sie kaputt. Und dann kommen so ein Giftlaken unter dem Boden raus, wo so Hände vorkommen, so, wo dich festheben. Ich weiss jetzt nicht, ob sie auch noch Schaden machen. Auf jeden Fall halten sie sich fest und dann kann in jeder Zeit der Hades zu dir herkommen und dich tätschen, wenn du Pech hast. Und darum musst du dann auch möglichst schnell irgendwie mit Fernkampfattacken oder so die hohen Vasen noch ein bisschen aus dem Weg tätschen, damit du wieder ein bisschen Spielraum hast, um dich zu bewegen im Level innen. Das ist so stressig. Dann, es ist noch nicht alles gewesen. Dann hat er noch seine Super Burst Mode, nenne ich nicht, einfach mal. Und er stehen bleibt und nachher so ringsum 360 Grad so super Energiestrahl schießt. Und ein Strahl ist einfach immer auf dich gerichtet. Und wenn du dich bewegst, dann kommt er immer auf dich mit. Und in dem Moment musst du auch hinter einem von diesen 3, 4 Säulen, wo dort sind, hinter so einer Säule herrschst, wo sonst hast du einfach so einen fucking Laserbeam auf dich, permanent richtig schön Schaden abfetzt, oder? Das kannst du aber natürlich auch ausnutzen, wenn du bestimmte Skillungen hast. Kannst du in dem Moment so passiv auf einen Gegner, also auf einen Hades Schaden machen, wenn dann du dich hinter der Säule versteckst und er einfach dort steht und seine Laserstrahlen schießt und sich nicht kann bewegen. Oder das ist zum Beispiel ein ganz geiles Skill von der Demeter. Wenn du mit dem Talent skillt hast im Spiegel, dass du mehrere von diesen Kristallen hast, wo du kannst auf Gegner schießen, kannst du von der Demeter, wenn du Glück hast, eine Götterfähigkeit bekommen, dass die Kristalle am Boden bleiben und nicht auf Gegner, in Gegner reingehen, einfach so am Boden fest bleiben und auch so einen Froststrahl auf den Gegner schießt. Und da ist auch zielsuchend. Ist zwar relativ langsam bewegend, also wenn Gegner sich schnell bewegen, dann mag er amigs nicht nachher. Aber dann hast du je nachdem mit Fähigkeiten, kann ich zum Teil irgendwie 5 Kristalle gleichzeitig schießen, dann tue ich noch den Froststrahl noch auf upgraden mit Talent, wenn ich Glück habe und die finde. Und dann tust du einfach so, wenn du weißt, oh, jetzt kommt er dann wahrscheinlich wieder mit seinem Laserbeam, dann tust du einfach alle Kristalle rausschiessen, so zack, 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 versteckst dich hinter der Säule und dann macht er vielleicht gerade in dem Moment den Laserbeam und dann bleibt er eh stehen und alle deine Froststrahlen schiessen von ringsum auf ihn und kannst schön schon passiven Schaden machen. Das ist auch noch wirklich geile Bild, so kannst du basteln. Oder eben, ich habe schon von anderen gesehen, wo noch einiges weiter sind als ich im Spiel, wo dann wirklich so passive Bild haben können machen, wo jedes Mal, wenn du Schaden bekommst, kommen Gegner auch Schaden über. Und der hat dann wirklich ein Bild bauen gehabt mit Götterfähigkeiten und allem drum und dran. Du musst natürlich auch ein bisschen Lack haben, dass du die richtigen Sachen hast und so. Dass er am Schluss hat können den Hades besiegen, indem er einfach dort hergestanden ist, hat viel HP gehabt, wenn er sich aufgebaut hat während dem Run. Und der Hades hat einfach auf ihn eingepasst und er hat einfach nichts gemacht. Er hat wirklich einfach dort zugeschaut gehabt, wie der Hades Schaden bekommt. Und wirklich am Schluss hat er es noch ganz knapp geschafft, dass der Hades wirklich besiegt war. Und er ist noch am Leben gewesen, noch ganz knapp, und hat wirklich nur passiven Schaden gemacht in dem Moment. So coole Sachen kannst du wirklich auch machen zum Teil, was einfach auch fun ist, mit den verschiedenen Bildsprobeln machen. Und dann, wenn du endlich besiegt hast, dann stirbt er in Anführungszeichen. Das heisst einfach so, wie wenn du stirbst, dann sinkst du in den Boden runter und tauchst dann wieder bei dir daheim im Hadeshaus, im Blutbrunnen wieder raus. Weil du bist ja Gott, du kannst nicht wirklich sterben, permanent oder so. Und ja, dein Vater kommt dann auch wieder bei sich daheim raus. Then go. See what awaits you in this realm. You shall soon follow. Yes. My father's name. Und endlich, dann laufst du raus
Da kommt so schöne Musik, so. Und nachher bist du in Griechenland natürlich, und dann laufst so Klippen entlang rauf. Nachher hast du so einen Ausblicksturm. Ja, das ist auch das andere, genau. Du hast ab und zu hast auch so Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung, dass du zum Beispiel irgendwo herstehst. Dann kannst du den Knopf drücken, nachher schaut er und sagt zum Beispiel irgendwie, aber jetzt in dem Moment zum Beispiel geht die Sonne auf, so, und das Meer im Hintergrund, und die Sonne, wow, am Horizont hinter dem Meer auftaucht, und dann die geile, die schöne Musik, so, wow. Sagt er zum Beispiel auch irgendwie zum Beispiel so, wow, die Sonne, der Sonnenuntergang, ich habe noch nie so etwas gesehen, das muss die Sonne sein, oder? Weil man unter der Welt nie Sonne gesehen. Und das gibt auch relativ viele so Sachen, wo du kannst irgendeinen Spruch zu der Umgebung lassen und so. Und das wechselt auch immer mal wieder. Das ist auch meistens nicht das Gleiche, was er zweimal sagt. Und dann laufst du dort weiter, aber es ist auch noch ein bisschen Schnee, weißt, so ein bisschen grüne Landschaft mit ein bisschen Schnee noch ein bisschen dazwischen, so wie wir haben gesehen, jetzt momentan. Und dann kommst du in so einen Garten rein, wo alles grün ist und blüht und wow. Und dort, oh, das haben wir gar noch nicht gesagt, wie sich die Story ändert. Und zwar findest du nämlich relativ früh am Anfang raus, dass nix, Göttin von der Dunkelheit, gar nicht deine eigentliche liebliche Mutter ist. Sondern, fuck. Sie ist noch schwieriger zum Aussprechen. Persephone. Ist sie Persephone? Nein. Warte jetzt. Oh. Irgendein komischer, schwerer Name. Irgendein Götter. Odyssey Persephone. Oder verwechsel ich sie jetzt? Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Irgendwie so. Göttin von der Ernte und irgendwas ist sie, glaube ich. Dass sie eigentlich deine Mutter ist. Das findest denn du raus. Und dann willst du wissen, wieso hat sie dich verlassen? Oder? Und wieso haben deine Eltern, der Hades, deine Dad nicht gesagt, dass nix nicht deine Mutter ist und sie in dir auch nicht und so. Und sie sagt schon nix, sie will nur das Beste für dich und weiter und so fort. Und dann kommst du endlich drist und dort deine wahre Mutter, dein Ziel auf Olymp hat sich dann geändert. Du willst eigentlich nicht mehr auf Olymp gehen, sondern du willst deine Mutter auf der Welt treffen. Und dann findest du sie dort. Und dann, erfahrst du, dass sie gar nicht gewusst hat, dass du noch am Leben gewesen bist. Bei der Geburt, du hast so brennende Füße gehabt, als Gott auf die Welt gekommen ist. Und dann irgendwie bist du quasi gestorben und das Feuer an deinen Füßen ist erloschen. Und ja, und dann hat sie halt unter anderem halt aus Depressionen, oder weil sie sein Kind verloren hat und die Unterwelt sich an alles daran erinnert, hat sie auch halt Tapetenwechsel halt, oder neuen Ort, neuen Start. Und das ist auch ein Grund, wieso sie dann die Unterwelt verlassen hat. Und du weisst aber auch nicht, du erfährst dann, dass nichts, Göttin von der Dunkelheit, in die relativ viel Aufwand und lange Zeit investiert hat, um dich wieder ins Leben zurückzuholen, quasi, also Gott wieder zu beleben. Und du weisst dann aber auch nicht, wieso haben sie jetzt nicht gesagt in deiner lieblichen Mutter, wenn sie schon gewusst haben, wo sie ungefähr ist, dass du noch am Leben bist, oder? Und das kommen immer wieder neue Fragen auf, wo du jetzt beantwortet hast. Und dann bist du im Gespräch mit deiner Mutter, oder? Und dann hat sie schon eine Freude. Wow, du bist noch am Leben. Und das erste Mal sehe ich dich. Und du hast auch eine Freude. Und plötzlich geht es dir hure Scheiße. Und dann kommt raus, dass du als Gott aus der Unterwelt nur eine kurze Zeit kannst außerhalb von der Unterwelt am Leben bleiben. Und dann stirbst und tauchst wieder im Haus vom Hades auf. Und du hast noch lange nicht alle Fragen beantwortet und willst natürlich wieder mehr Zeit mit deiner Mutter verbringen. Und darum fährst du wieder von vorne an dich, alles durchzufeitern, all die Bosse,
bis am Schluss wieder der Hades dort ist, wo immer noch nicht dich gehen lassen und wieder musst besiegen, damit wieder kannst mit deiner Mutter reden und wieder neue Fragen aufkommen und eben nach einer kurzen Zeit stirbst du wieder und so weiter und so fort. Und das haltet auch, was Story anbelangt, das ganze Spiel frisch, was das ist. Und nicht nur das, auch mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden ändert sich zum Teil auch Bosse ein bisschen weit, oder? Da kommen plötzlich Bosse, die du vorher noch nicht hast, oder Boss-Kombinationen von mehreren Bossen gleichzeitig und. Also es ist wirklich ein endloses Game, das du kannst, schlussendlich machen. Ja. Und eben die Story habe ich wahrscheinlich noch lange noch nicht so weit, vermutlich. Und eben noch lange nicht alles freigeschaltet und gemacht und Zeugs. Und eben auch wenn du schon alles hast, einfach mit den verschiedenen Waffenkombinationen, Götterfähigkeitskombinationen, Waffen-Upgrade-Kombinationen. Das ist einfach noch nichts. Es macht einfach immer Spass und du entdeckst immer wieder etwas Neues rauskommt und kannst machen und neue Kombos und. Es ist wirklich ein Game, wo du einfach immer kannst etwas spielen, wenn du nicht weißt, was. Und ich glaube, es gibt auch einen Modus, wo du kannst, ich weiss jetzt nicht, kannst du dann nicht sterben oder was, einen Unsterblichkeitsmodus, irgendetwas gibt's, meint ich's, wo du, wenn du wirklich willst, einfach nur möglichst schnell die Story durch haben und ja, das eigentliche Gameplay nicht wirklich interessiert, oder ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber wenn du von Last of Us 2 findest, ich wollte jetzt auch mal ins Hades hineinschauen, dann wäre das dein Modus. Vielleicht. Vielleicht. Aber ja, den werde ich wahrscheinlich niemals brauchen. Und wenn ich die Story ja nie würde durchspielen, ich weiss nicht, wie viele Stunden brauchst, vielleicht bist du 100 Stunden, bis du die Story durch hast, oder noch mehr. Ich weiss es nicht. Und auch wenn ich es nie erreiche, der Noob-Modus, der gibt mich mehr nie. Ja. Ja, das ist jetzt auch gesehen im Spoiler-Part. Ich denke, einen Teil davon hätte man eigentlich können in Nicht-Spoiler-Part nehmen, aber manchmal macht es nicht. Manchmal macht es nicht, genau. Und darum, für die, die bis jetzt am Schluss noch durchgehalten haben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, genau. Wie gesagt, vorhin schon gerne eine Chance. Ja. Eben auf Switch, für nebenbei kannst du es gut spielen, PC, tipptopp zum Spielen. Das ist auf der Switch das perfekte Toilette-Game. Für längere Sitzungen. Ja, die wird automatisch lange gehen, was du da machen ist. Du bleibst nachher so lange, wie das Game dauert, nicht wie lange. Also ja, du fährst mit einer Idee an und hörst eigentlich mit Gamen auf. Also von dem her. Genau. Ja, danke Nash und mach jetzt gut. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Genau. Adieu. Tschüss zusammen.